Wiesenzeit ist Flirtzeit. Aber wie lernt man richtig eine Frau auf dem Oktoberfest kennen? Mit einem Flirtwilligen machen wir jetzt das Experiment. Ich suche dir jetzt hier irgendwo ein frisches Mädel aus und dann legst du los, okay? Sehr schön, also. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, deine Hände, pass auf deine Hände auf. Du hattest beide Hände wieder in der Tasche. Immer, wenn man nervös ist und unsicher, wandern die Hände hier in die Taschen. Du hast damit dir so viel verspielt, du hättest wirklich so viel mit den Händen, mit der Körpersprache agieren können, stattdessen Unsicherheit, du hast ein bisschen aufgeregt, was ja ganz normal ist, hast du die Hände hier wieder versteckt. Ja? Das ist natürlich problematisch. Ja, ich wusste eigentlich nicht, wie ich weitermachen soll. Genau. Ja, das ist das. Genau. Ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Anweisungen oder so, deswegen habe ich mal zu dir gesucht. Das können wir natürlich auch machen, dass ich dir irgendwie ins Ohr flüster. Wie denkst du denn, kann man weitermachen? Du musst das Gespräch fließen lassen und das ohne Fragen am besten. Das heißt, du flirtest, indem du auch was von dir preisgibst. Ja? Erzähl was Spannendes von dir. Du hast gesagt, okay, du kommst aus Köln, aber das war's dann schon wieder. Also. Ja. Du musst mir sagen, wie lange das gehen soll, das Gespräch. Machen wir jetzt gerade. Also es war schon mal sehr gut am Anfang. Jetzt gleich geht's weiter.